Hallo, hier ist er wieder, hier ist er wieder. Ja, wir machen jetzt mal ein paar Rebellen tot, weil das so unser Hobby ist. Ja, und dann gehen wir jetzt mit zur Hauptquest. So. Gut, das wären dann schon mal ein paar gewesen. Da waren es nur noch 9. Na, wie stark bist du jetzt? 5. Das sind doch bestimmt irgendwie 5 auf einem Flap, oder? Stufe 16, jawohl, ja. So. Der Alte ist da oben, also gehen wir mal. Ne, der Alte, das ist schon unser Missionsziel, die wir beeinflussen können. Das wird lustig. Wir könnten zwar verhandeln, aber nein. Schau mal kurz, wie weit rechts geht. Also, Medizin. Geborgenheit. Tödlichkeit. Ich schau mal, schließen. So. Das machen wir noch. Aber erstmal machen wir hier. Alles klar. Wer kennt's nicht? Immer gegen dieses Wand laufen. Das ist immer echt toll. Jetzt machen wir mal Action. Und noch einer. So, die sind erledigt. Hallo? Mit der Mutter, wir haben jetzt bemerkt. So. Ach, das war sogar richtig. Warten Sie kurz, der Herr. Mach ich hier nochmal ein paar Platt? Ich dachte halt eben, es wäre nur so ein normaler Gegner geschießt. So. Weil draußen liefen auch Sklaven am Führer rum. Geil, die können wir jetzt beeinflussen. Was? Ich laufe. Das Atmen tut weh. Irgendwas ist in meinem Kopf. Es regnet. Alles versinkt im Boden. Ganz schön hartes Zeug. Ich habe seit Nar Shaddaa niemanden mehr gesehen, der derart weggetreten war. Ich glaube, ich kenne euch, aber ich erinnere mich an nichts. Ich weiß nicht, was ihr wollt. Alles tut weh. Ich suche jemanden. Könnt ihr mir helfen? Ich kann helfen. Lasst mich euch helfen. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Kopf tun soll. Sagt es mir bitte. Helft mir, Yuritus zu finden, dann helfe ich euch. Yuritus. Yuritus ist fort. Er ist schon seit Tagen weg. Es geht alles so langsam. Yuritus brennt und sieht bald so aus wie unser Koloss. Unvollständig. Yuritus ist beim Kampf im Dschungel gestorben. Ich erinnere mich nicht, weshalb wir kämpften. Yuritus starb, das weiß ich. Ihr solltet stolz sein. Ihr habt für eure Freiheit gekämpft. Ich kenne dieses Wort. Ich erinnere mich nicht an dieses Wort. Yuritus starb mit Satun und Renet und Avoira. Lauter Fremdlinge, lauter Freunde. Alle kämpften am Fuß der Statue. Yuritus ist noch dort, wenn ihn keine Bestien gefressen haben. Ich bin dankbar für die Hilfe. Woran soll ich jetzt denken? Ich weiß nicht, was ich mit meinem Kopf tun soll.
Ich weiß nicht, was ich mit meinen Händen tun soll. Es ist vorbei. Das ist so gemein. Das ist mir egal, stellt euch. Keine Sorge. Ihr müsst euch keine Gedanken mehr machen. Ich muss nicht denken. Danke. Ich glaube, das war das Beste für ihn. Verdammt. Ich glaube nicht, dass er überhaupt was gespürt hat. Oh Gott, Alter, ich fühle mich viel verschlechtert. So. Ja, ich glaube, dunkel haben wir ganz gut. So, dann geht's jetzt weiter. Modus aktiviert. Wir sind hier auf verdeckter Mission. Deswegen. Ja. Hier sollten wir auch verdeckt rumlaufen. Also. Schubdidu, 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 schubdidu. Was jetzt kommt? Schau. Laboram Amga. Mamni Nikan. Nagnaya Mamni Kamgam. Naya Nam Ramkam. Kala Amkam Mani Mani. Lidikba. Habt ihr irgendwelche Neuigkeiten für mich? Manuk Maraganaja. Ki Nawabam. Yak Manana. Nimgam Gam Gimia Giguan. Amder Nahanak. Wisst ihr, was er von mir will? Bomogala Abayan. Nelamal Ini Anka Amga. Agent, ihr müsst sofort alle Außeneinsätze abbrechen. Ihr werdet anderswo benötigt. Ich hatte nicht erwartet, von euch zu hören, Aufseher. Wächter 2 ist immer noch eure Verbindung zur Basis, aber ich wollte euch diese Befehle persönlich übermitteln. Darth Yadus möchte mit euch sprechen. Ihr werdet für eine Audienz in seine Gemächer gehen. Ihr seid Darth Yadus bereits begegnet und habt seine Macht zu spüren bekommen. Ich schlage vor, ihr behandelt ihn respektvoll und tut, was er verlangt. Ich freue mich darauf, mit einem Mitglied des Rats der Sith zu sprechen. Natürlich. Ihr werdet eure Missionen fortsetzen, sobald das beendet ist, Agent. Aufseher, Ende. Also, das hörte sich aber nicht gut an. Trotzdem, mächtige Männer sind in der ganzen Galaxis gleich. Ich würde euer Leben darauf verwetten, dass Yadus, was immer er auch sonst sein mag, ebenfalls ein mächtiger Mann ist. Auf einmal war der Anwärter... Nee, der Aufseher, nicht der Anwärter, war auf einmal der Aufseher... Hier, dieser komische Duros-Typ da mit der die Matschbirne. So, aber wir reisen jetzt mal schnell. Außenposten Tempest. Tempest, Tempest, Tempest. Das war doch ein Schiff oder nicht? Ja, schon. Das war doch hier das Schiff von. Boah, wie heißt das noch? Mann, wie doof. Ich hab das nicht. Hier. Ah! Mann, wie heißt das? Andromeda, so. Das wäre ein bisschen zu weit gewesen. Nee, Tempest, das war ja das Schiff aus Mass Effect Andromeda. Ja, super Spiel, kann ich nur empfehlen. Also das ist mit Abstand so. So. Weil hier läuft. Nee, das ist mit Abstand so mein Lieblingsspiel. Das ist halt auch geil, ne? Also viele meinen ja, es ist scheiße, aber wegen dem Anfang mit den Grafiken. Finde ich jetzt nicht.
Aber leider wird der ja wohl nicht mehr so dran bearbeitet, was ich schade finde, weil das Spiel ist einfach geil. Das merken wir natürlich sagen. Wir machen Selbstmord. Ja, auf jeden Fall. Hat schon was gespielt. Ich glaube, ich bin gerade falsch gelaufen. Das kann nicht so sein. Ja. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Oder falsche Weg, da geht's wieder. Ich hätte ja mal Mass Effect aufgenommen. Ich war noch auf dem alten Rechner. Ich hätte, glaube ich, gut 30 Parts im Voraus aufgenommen. Aber ihr kennt ja das gute Glück mit meinem alten Rechner. Der ist ja nicht nur einmal drauf. Das ist immer schön. Ja, was wird man hier alles geben für einen super Deluxe PC? Aber was sollst du machen? Man kostet doch gar nichts. Immer dieses Ding Nachrichten mal spontan kommen. Dortmund Castle. Wieder, was ist denn für Wasser da? Schön, euch wiederzusehen. Ich wusste, diese Sklaven haben keine Chance gegen euch. Habt ihr einen der Mörder aufgespürt? Was habt ihr erfahren? Können wir etwas damit anfangen? Ja, Mörder, wir haben die Mörder. Die Mörder werden jetzt dem Imperium dienen. Ich habe ihren Eid bei mir. Wie meint ihr das? Zeigt mir das Datenpad. Das ist doch verrückt. Meinen die das ernst? Sklaven, die Sith werden wollen? Ja. Ich überbringe bloß die Nachricht. Ich verstehe. Natürlich. Ja, ihr habt ja recht. Ich informiere das Kommando. Ich darf nicht mit den Sith-Lords in der Blockade reden, aber auch sie werden davon erfahren. Es war eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Ja, toll. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich nicht. Wenn du das schon sagst, werden wir uns wahrscheinlich wiedersehen. So, gut. Dann heißt es nun auch nach Darth Jarvis. Ich habe das Gefühl, der kommt in unsere Crew, aber ja, mal schauen. Müssten wir es geschafft haben, also vielleicht sind wir zumindest bei den Sadisten angelangt. Bei Lord Krell war es, glaube ich, der Darth Krell. Ja, Lord Roll. Roll. Probier. Hier ist er. Ihr habt genau die Ergebnisse geliefert, die ich mir erhofft hatte. Eingenommen ist das Krell-Toxin also ein Foltermittel für diese aufständischen Sklaven. Wie belebend, die Auswirkungen auf die Überlebenden zu beobachten, die nur hilflos zusehen können. Wie wunderbar. Schön, wenn man sich so freuen kann. Das Quelltoxin wird dem Imperium gute Dienste leisten. Aufstände können schmerzhaft und entschieden beendet werden. Ihr habt eure Belohnung verdient. Nun geht. Ich muss Grauen und Verzweiflung beobachten und aufzeichnen. Der Mann liebt sein Leben. Der Mann liebt sein Leben. So. Gut. Würde ich sagen, auf geht's zum bösen Lord des Sith. Wir könnten natürlich auch dahin gehen, ja. Also. Da könnten wir danach. Wisst ihr was? Was machen wir so?
Danach können wir dann einfach dahin gehen, ne, bevor der darüber fahren. Obwohl ich da jetzt wirklich lang gehen. Das ist doch ein bisschen weiter Weg, ne? Ach nee, ist der lustig, wir müssen mal die Hauptquest machen. Auf nach Car City. Die Heldenmission wollte ich hier erst alle machen, wenn wir unser Ticket hier haben, dann ist Raumschiff. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Sith Allerheiligster Tempel ist da. Ach so, dann ist hier das auch zugleich so für drei. Das ist bestimmt doch. Hier ist ja. Also hier ist ja das Sith, da sieht man doch. War ja das Ding vom Mandalorianischen Enklave, wahrscheinlich so für die Kopfgeldjäger. Und dann gab es ja manche hier noch die für uns, für die Spionen. Ist ja schon lustig. Lustig. So. Gucken, was der von uns will. Vielleicht bekommen wir wahrscheinlich von ihm so eine Liebeserklärung. Wäre lustig. Ist jetzt aber, glaube ich, nicht gerade der beste Fang, aber... Naja. Im Imperium ist halt nicht so viel Auswahl. Die haben ja Angst vor euch, oder? Ihr kommt, ihr geht. Ihr seid die verdammte Geheimpolizei. Ja. Guten Tag. Ciao, Donis. Gott, krass. Das ist echt krass. Aha. So. Dann rechts abbiegen. So. Dunkle Hüte, obwohl ich hab ein bisschen Angst. Die Ratataki muss draußen bleiben. Der Meister hat sie nicht zu sich gerufen. Dann muss ich wohl aussetzen. Zu schade. Aber wir sehen uns dann später. Wir treffen uns wieder, wenn ich hier fertig bin. Aber sicher doch, Agent. Kommt, tretet vor mich und schwelgt in der Macht des Rates der Sith. So. Lasst euch von eurem Körper verraten. Lasst euer Blut kochen und euer Herz langsamer schlagen. Was nicht zur dunklen Seite gehört, wird vertrieben oder auf ewig verdorben. Das ist die Immunisierung, Agent. Ein heiliger Ritus. Ihr seid privilegiert. Danke. Es ist mir eine Ehre, mein Lord. Ihr habt sie euch verdient. Danke. Dies ist euer Lohn. Ihr habt euch bewiesen, indem ihr die Hutten ausmanövriert habt. Nun wähle ich euch, um die Aufständischen zu vernichten, die unsere Lebensweise zerstören wollen. Ich spüre eure Unsicherheit. Ihr fragt euch, weshalb ich mich so einsetze, warum ich mich für euch und den imperialen Geheimdienst interessiere. Ja, mein Lord. Es ist, wie ihr sagt. Viele im Rat der Sith wollen über den weltlichen Angelegenheiten des Imperiums stehen. Ich halte das für einen Fehler. Ich glaube, wir sollten die Wege der Sith ins ganze Imperium hinaustragen. Furcht und Hass sollen jedes Herz erfüllen. Ja, total. Ich glaube an die Demokratisierung der Angst. Aber diese Aufständischen bedrohen den Fortschritt. Ohne Widerstand würden sie unsere Welt in Asche legen und sie durch nichts ersetzen. Werden sie besiegen. Die Aufständischen werden gestoppt werden. Der imperiale Geheimdienst arbeitet bereits an der Aufdeckung ihrer Pläne. Unterschätzt unsere Feinde nicht. Sie sind mächtig. Und es gibt einige, die sie unterstützen. Leute auf den höchsten Regierungsebenen. Ich wählte euch nicht nur wegen eurer Erfolge für diesen Auftrag, sondern auch, weil ihr neu in unserer Organisation seid. Eure Loyalität muss nicht in Zweifel gezogen werden. Ihr versteht. Das tue ich. Dunkler Lord der Sith. Darth Jarvis.
Ich denke schon, mein Lord. Gut. Behaltet jeden im Auge. Vertraut niemandem. Bald werde ich Drom und Kaas an Bord der Dominator verlassen. Ich reise mit 1000 Würdenträgern, Diplomaten und Sklaven, um ihnen die Galaxis zu zeigen. Toll. So, wie ich sie mir vorstelle. Wenn ich zurückkehre, erwarte ich, dass die Aufständischen beseitigt wurden. Kniet vor mir nieder, und ich werde euch das nötige Mittel geben. Das werde ich nicht tun, wie ihr wünscht. Ich kniee vor euch nieder, mein Lord. Ich formte die erbärmlichen Wesen um euch herum nach meinem Vorbild neu. So werdet auch ihr zu einem Gefäß meiner Macht werden. Geht jetzt und kehrt zu euren Pflichten zurück. Wir werden uns wiedersehen, früher oder später. Denkt daran, Agent. Widersetzt euch mir und ich kann euch zu einer leeren Hülle machen. Meine Macht über euch ist vollkommen. So, ich gehe dann mal raus. Gut, also... Er ist ein bisschen komisch drauf, aber ansonsten ist er ganz nett. Hier bin ich. Wie ist die Lage? Hier Wächter 2. Wir arbeiten immer noch an einer vollständigen Analyse der Daten des Sklaven. Aber wir haben eine neue Spur. Begebt euch in die Nexus-Raum-Kantina in Kaas City. Flash. Ich werde euch einweisen, sobald ihr dort seid. Ihr seid schon länger hier als ich. Was bedeutet es, wenn Darth Yardos jemanden zu sich bestellt? Ich weiß es nicht. Das ist noch nie zuvor passiert. Kommt zu Atem und geht dann zur Kantina. Wächter 2, Ende. Alles klar. Boah, heilige Scheiße, neue Hose. So, dann ziehen wir die auch mal hier an. Helmer. Machen wir die jetzt mal an. I don't understand it. Wir sind nur nackt, das geht nicht. Okay, das ist auch schon ein bisschen nervig, wenn man sich immer die Rüstung da mitnehmen muss. Naja. So. Gut, aber wie es weitergeht, ob wir getötet werden und dass das Plan ändert, weil Darth Yardos ausrastet, das erfahrt ihr alles erst in der nächsten Folge von Star Wars The Old Republic.